Wenn die Höllen euer Ziel sind, dann lasst mich euren Weg dorthin verkürzen. Nehmen wir die drei. You have done little to fight the calling in your own blood, and you cannot judge me for the same, Ballspawn. Murder beats in your heart, justice and salvation in mine. In the end, we will see which beats stronger. Ihr habt wenig getan, um den Ruf eures eigenen Blutes zu unterdrücken und könnt mich nicht für selbiges verurteilen, Balbut. Mord treibt eure Herzart, Gerechtigkeit und Erlösung das meine. Am Ende werden wir sehen, welches Herz obsiegt. Das kann ich nicht zulassen, Kehler. Ihr habt den Lebenden bereits Schaden zugefügt und bald werdet ihr den Toten dasselbe antun. Wenn ihr sterbt zu meinen Füßen liegt, werdet ihr einsehen, dass ihr nicht alles für euch möglich ist. Glaubt weiter daran, Verrückte. Glaubt es bis zu dem Moment, an dem ihr durch meine Hand sterbt. Das erste klingt wieder viel zu gut. Nehmen wir die zwei. You and I will meet again. Of this I am sure. We do not need to meet as enemies. Reconsider your course, I beg you. Wir werden uns wiedersehen, da bin ich mir sicher. Wir müssen uns nicht als Feinde wiedersehen. Überdenkt euren Kurs, Benuir. Ich bitte euch. I claim this for the crusade. Worum geht es diesmal? Eine kurze Überprüfung der rauchenden Trümmer des zerstörten Übergangs überzeugt euch davon, dass dieser Weg über den Wildlauf sobald nicht wieder passierbar ist. Nur zu fragen. Wir brauchen Giftmischungen und benutzen damit unsere Klinge. Diese Gifte hier Glauben und Rechtschaffenheit, die behaltet ihr auf der Zunge, sodass jedes Wort tödlich wird. Es gibt kein Dach über dieser Welt. Ein Heiltrank. Och. Okay, ein Heiltrank. Was haben wir hier noch? Was steht hier drin? Jemand hat auf dieses zerknitterte Pergament geschrieben. Wendet auf das Eichhörnchen gewinnt immer. Eine Weile geschlossen, aber jetzt wieder da. Ah, das kennen wir ja bereits. Okay. Das kannst du ihr, das kannst du ihr, das kannst du ihr. Bolzen plus 1 ist Munition. Betäubungspfeil. Schurkenrobe. Was ist das? Langschwert plus 2. Kann eigentlich auch weg. Ring des Schutzes. Den können wir erstmal aufheben. Langschild, Zweihänder, Stab des Frostes und ein Dolch. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Also entweder ich kaufe noch eine zweite Tranktasche demnächst. Was wahrscheinlich vernünftiger ist, als irgendwelche guten Tränke, die wir brauchen, zu verkaufen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. 12 Finger. Benno, ihr geht es euch gut? Wir haben eine Explosion gehört. Mir geht es gut, aber wir müssen eine andere Stelle finden, um den Windlauf zu überqueren. Besser sie zu hören, als sie zu finden, aber wir müssen eine andere Stelle finden, um den Windlauf zu überqueren. Jeder im Umkreis von 10 Meilen hat die Explosion gehört, die Idiots. Sie haben die verdammte Überquerung zerstört. Unser Weg nach Strachenspeer ist uns abhanden gekommen. Kehler scheint entschlossen, mir nicht gegenüberzutreten. Die Brücke ist zerstört. Götter, der halbe Handel von Daldos Tor kam hier durch. Der Rat hatte Ärger genug im Umgang mit Kehlers Flüchtlingen. Wenn der Küstenweg unpassierbar ist, droht die Stadt im Chaos zu versinken. Da werden also die Reichen eine Zeit lang etwas weniger reich sein. Mein Herz fühlt mit ihnen. Der Handel einer Nation ist für ihr Überleben nebensächlich. Nehmen wir die zwei. Die Eberfellbrücke ist jetzt unsere beste Chance, den Windlauf zu überklären, aber sie ist 10 Tage entfernt. Ihr solltet zum Lager zurückkehren und mit Koppel Duncan reden. Er wird den besten Weg kennen, wie es weitergeht. Ich habe selbst ein paar Ideen, aber ich sehe,
Das auch so. Wir sollten mit Corporal Duncan reden. Vielleicht können wir zuerst über Kayla sprechen. So that was Kalar. I'm beginning to understand why so many have flocked to her banner. Das war also Kayla. Ich fange an zu verstehen, warum so viel zu ihrem Banner strömten. Sie wird eine beeindruckende Feindin sein, aber ihre Arroganz wird ihr Verderben sein. Wenn man das Leiden, das sie verursacht hat, ignorieren kann, hat sie überzeugende Argumente für ihren Kreuzzug. Banner brennen, Schafe fliehen und potenzielle Propheten, die sich selbst vorauseilen, sterben. Let's head back to camp. With Timora's favor, we might make Boroskir Bridge before the Crusade sets up another ambush for us. Gehen wir zurück zum Lager. Mit Timoras Gunst könnten wir bis zur Eberfellbrücke schaffen, bevor der Kreuzzug einen weiteren Hinterhalt für uns ersinnt. Ja, wir werden eine neue Route über die Eberfellbrücke finden müssen. Hier ist nur Sarivoks Geheimnis. Und Saviaks Sichtaufgabe. A pleasant enough walk, though I feel solitary so far from civilization's walls. Das ist ein schöner Spaziergang, doch so weit von der Zivilisation entfernt fühle ich mich etwas einsam. Da der Küstenwegübergang zerstört wurde, müssen wir gen Norden ziehen, um den Windlauf an der Eberfellbrücke zu überqueren. In Eberfell hatten einst Baal und Zirik gekämpft und Baal wurde dabei vernichtet. Es sollte interessant werden, den Todesort meines Vaters mit eigenen Augen zu sehen. So, wer bist jetzt du? Ihr habt mir gerade die Chance auf einen riesigen Haufen Gold genommen. Dafür soll ich euch an Ort und Stelle niedermetzeln. Ihr den Kayla nur für Gold? Der Kreuzzug hat euch 4 Goldstücke gezahlt, um der strahlenden Dame zu gehorchen. Versucht das oder verschwindet. Meine Geduld mit den Kreuzrittern ist am Ende. Nehmen wir mal die 2. Ich habe noch alle meine 5 Finger, doch ihr werdet keinen Kopf mehr haben, wenn ich mit euch fertig bin. I'll recover. Take it like a champ. Ah, it has been too long since Minsk journeyed with such a fine companion. Oh, ein hübscher Speer. Feuerpfeile. Kompositlangbogen. Da Minsk is as brawny as they come. He cannot carry everything, and he must make room for Boo. Faulender Speer. Füg pro Treffer 2 Punkte Blutungsschaden zu, 1 Punkt pro Runde. Bei kritischen Treffen wird das Ziel infiziert. Eine Runde minus 2 Strafe auf Stärke und Geschicklichkeit, nicht stapelbar. Okay. Da Minsk is as brawny as they come. He cannot carry everything. Eddie must make room for Boo. Stab der Himmel, den finde ich nicht so besonders. Explosionstrag und Schleuder plus 1. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also waren hier noch ein paar Söldner übrig. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zu unserem Lager. Gehen mal zum Typen verkaufen. Weil langsam kriegen wir auch wieder etwas Gold zusammen. Und wenn wir plus 1 Zeug verkaufen. Is there something I can do for you? Gibt es etwas, was ich für euch tun kann, Benoir? Warum fragt ihr? Ich versuche verzweifelt die Frage zu beantworten, dass ich keine Ohrfeige bekomme, scheint aber kläglich zu scheitern. Ich bin eigentlich nicht kläglich, aber es gibt immerhin Sachen, die eine Ohrfeige wert sind. Ja, nee. Ihr habt bereits mehr als genug für mich getan, dafür bin ich euch dankbar. Nichts, was ich nicht selbst tun könnte. Warum fragt ihr? I simply thought that if we're to travel together, face Kalar Argent together,
We might do well to get to know one another. Ich dachte nur, wenn wir schon gemeinsam reisen und Keda Archon gemeinsam stellen müssen, wäre es hilfreich, wenn wir einander besser kennen würden. Mir wäre nichts lieber, Hauptmann, aber ich fürchte, meine Gesellschaft würde euch im Moment nicht zusagen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alles über mich wissen werdet, was es zu wissen gibt, und mehr, bevor wir uns endlich um die strahlende Dame gekümmert haben. Einverstanden, lasst uns einen privateren Ort suchen und einander besser kennenlernen. Das soll jetzt nicht beleidigend sein, aber ich würde es bevorzugen, wenn unsere Beziehung rein geschäftlich blieb. Nehmen wir mal die Eins. Let's concentrate on the mission, then. If we can do what the Grand Dukes have asked, I'll be satisfied. Da sollten wir uns auf unsere Mission konzentrieren. Wenn wir tun können, was die Großherzöge fordern, bin ich zufrieden. Nein, ich werde nichts mit einer Frau anfangen, die einen Mann hatte und ein Ex-Mann hat und noch ein Kind. Auch wenn ich ein Barde bin. Wäre doch nur alles einfach zufriedenzustellen wollt. Ist das wirklich alles, was ihr wollt? Ich denke, euer Leben besteht aus mehr als nur euren Pflichten. Sagt mir, was ihr findet. Wonach verlangt es euch? Eure Zufriedenheit und die des Rates sind mir herzlich egal. Nee, nehmen wir mal die zwei. This isn't the time. I have a mission. That's all that matters. So let's go. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe eine Mission. Das ist alles, was zählt. Lasst uns also weitergehen. Wer nur ihr? Wer will ja gleich mit uns sprechen? Ophilis. Hallo da, oh, den Götter sei Dank. Ich dachte schon, ich würde euch nie mehr einholen. Ophilis, was macht ihr hier? Und ihr lagt falsch. Was für eine überraschende Wendung der Ereignisse das ist. Ihr habt mich nicht den Eindruck eines Selbstmordgefährdenden gemacht. Ich nehme an, ihr seid mit meinem Geld hier. Und ihr lagt falsch. Was für eine überraschende Wendung der Ereignisse das ist. Nun, ich versuche meine Schulden bei euch zu begleichen. Ich habe etwas Gold, nicht so viel, wie ich euch schulde. Noch nicht, aber ich werde es auftreiben, das schwöre ich. Beruhigt euch, Ophilis. Ich bin glücklich, etwas von dem Geld zurückzubekommen, das ihr verloren habt. Egal, wie unbedeutend der Betrag ist. Ich weiß eure Mühe zu schätzen und den ganzen Weg hierher zu kommen, wirklich. Jedes kleine bisschen zählt. Wie seid ihr übrigens in den Besitz dieses Goldes gekommen? Nicht auf allzu ruchlose Art und Weise, hoffe ich. Wobei es mir eigentlich egal ist, sollte Ruchlosigkeit eine Rolle gespielt haben. Ich nehme jedes Stück Gold, das ich in den Fingern bekomme. Gebt es mir jetzt. Nehmen wir mal die zwei. Nun, wie ich schon sagte, ich habe rumerzählt, dass ich nach Gold suchen würde. Und zwar nach einer ziemlich großen Menge davon. Und es ist aus ersichtlichen Gründen ziemlich schwierig, an Mützen heranzukommen. Aber ein Handwerker namens Foxley war bereit, mir das hier anzubieten. Und was genau ist das? Das ist eine Büste von mir. Ich weiß wenig über Kunst, aber ich weiß, was mir gefällt. Grundsätzlich mag ich mein Gesicht, aber mein Gesicht hat normalerweise nicht diese Naht in der Mitte, die mitten in der Nase herumläuft, wie auf dieser Büste. Wie geht es jetzt lieber auf, Phyllis? Das ist eine Büste von mir. Eine Goldbüste von euch. Schön, oder? Foxley hat ein kleines Vermögen damit gemacht, sie an Händler und Adlige zu verkaufen, die dem Eisenthron nicht wohlgesonnen waren. Also unter uns, denen ist ziemlich viel Messing und Kupfer beigemischt, aber diese hier, pures Gold, und sie gehört euch. Was in den neuen Höllen soll ich mit einer goldenen Büste von mir anstellen? Nun, sie ist aus Gold, richtig? Und ich habe einen beträchtlichen Anteil eures Goldes verloren. Also dachte ich, wisst ihr, dass ich hiermit etwas davon wiedergut machen könnte. Ich liebe sie auch vieles. Das ist mir viel lieber als bloße Goldmünzen, die es jemals sein können. Betrachtet eure Schulden als beglichen, Freund. Das sollte die Zinsen für eure Schulden abdecken. Jetzt geht mir aus den Augen und kommt nicht zurück, bis ihr mein Vermögen in nützlicheren Form als jeweiligen Klumpen Metall habt. Geht jetzt, Ophilis. Nehmen wir die Eins. Oh nein, 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 das kann ich nicht tun. Ich habe euch und Großherzog Bald enttäuscht. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich meinen Fehler wieder gut gemacht habe. Darauf habt ihr mein Wort. Ich werde jetzt gehen. Wenn ihr nie wieder nach Baldur's Tor zurückkehrt, werde ich euer Geld haben. Wenn nicht, sogar schon früher. Ihr könnt es zur Bank bringen, die, wenn ich es mir jetzt genau überlege, eine bessere Idee gewesen wäre, als es mir zu überlassen. Also nun, ich gehe jetzt. Leb wohl. Dominski says Bronny as they come. He cannot carry everything, and he must make room for Boo. Jetzt habe ich eine Goldbüste von mir. Ob die was wert ist?
Dies ist ein auffälliges Abbild deines Kopfes, das aus reinem Gold gegossen wurde. Du findest, dass es dir nicht besonders ähnlich sieht und bezweifelst, dass jemand überhaupt dein Gesicht erkennt. Oh je. Wie kann ich helfen? Ah ja, What I wouldn't ich sollte noch offenes Ausschau halten, falls er erneut versucht, mir Gold, mein Geld zurückzuzahlen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja.